Ein schrecklicher Autounfall raubte mir meine Schönheit. Ich habe eine Schönheitskönigin geheiratet, nicht Frankensteins Monster. Komm zurück, wenn du hübscher aussiehst. Meine Hoffnung war, Zuflucht bei meiner Mutter zu finden. Doch sie erkannte mich nicht wieder. Nicht nur das. Sie bereitete eine Gedenkfeier vor, in dem Glauben, ich sei tot. Ich bin am Leben. Ich kann beweisen, dass ich deine Tochter bin. Ich habe seit meiner Kindheit Schönheitswettbewerbe gewonnen. Wow, was für eine Überraschung. In allen Zeitungen steht, dass meine Tochter verstorben ist. Was wollen Sie hier, Schwindlerin? Mein Mann hat mich aufgegeben. Und ich habe kein Zuhause mehr. Das ist nicht möglich. Mein Schwiegersohn hat Alice bis zum Schluss verehrt. Ich wählte die Nummer meiner Mutter, damit ihr klar wurde, dass ihre Tochter anrief. Sehen Sie das? Absolute Stille. Das Telefon klingelt nicht. Hey Nachbarin, ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Nein, nein, das ist meine neue Haushilfe. Sie macht gerne mal einen Aufstand. Wieso hast du nicht gesagt, dass ich es bin, Alice? Meine Tochter ist verstorben. Bitte, beiß mich nicht ab. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Also, das kann ich verstehen. Hier, nehmen Sie das. Meine Mutter gab mir einen alten Campingschlafsack und führte mich zur Tür raus. Ich hoffte, dass die Ärzte Mitleid hätten, also ging ich zurück ins Krankenhaus. Es tut mir leid, aber Ihr Mann hat Ihre Versicherung gekündigt. Kann ich die Nacht auf dieser Bank verbringen und mich morgen um all das kümmern? Das werde ich nicht erlauben. Ihnen wird kalt werden. Sie können hier schlafen, während ich bei der Nachtschicht bin. Dem Arzt fielen meine Wunden auf und er bot an, sie zu behandeln. Doch ich lehnte ab, da ich kein Geld hatte. Das ist umsonst. Aber ich muss Sie warnen. Das verstößt gegen die Krankenhausregeln. Nächstes Mal suchen Sie sich einen anderen Schlafplatz. Ich musste anfangen, Geld zu verdienen, bevor ich vollständig genesen war. Daher versteckte ich meine Narben unter einer Tonne Make-up und kehrte zu meinem vorherigen Job als Bedienung im Restaurant zurück. Endlich! Unsere Gäste haben ihr wundervolles Gesicht sehr vermisst. Es ergab sich, dass der Erste, den ich bediente, mein Mann war. Oh, Alice, bist du wirklich genesen? Ich habe bereits einen Ersatz für dich gefunden. Die zukünftige Miss America. Vor Verbitterung weinte ich, sodass all mein Make-up verschmierte und mein Geheimnis enthüllte. Wir brauchen eine Schönheit, die fähig ist, Kunden anzulocken. Kann ich wenigstens als Reinigungskraft arbeiten? Die Managerin war unnachgiebig und warf mich zur Tür hinaus. Sobald meine Schönheit verblichen war, wurde ich zu einer Bettlerin, die niemand wollte. Kommen Sie da raus. Bitte fassen Sie mich nicht an. Ich habe nichts anderes. Außerdem würde es Sie abstoßen, mein Gesicht zu sehen. Alice, erkennen Sie mich denn nicht wieder? Herr Doktor? Das Heim, in dem ich gerade arbeite, braucht Hilfspersonal. Ich weiß, Sie verdienen mehr als das, aber dieses dürftige Angebot ist alles, was ich zurzeit habe. Wenn Sie nur wüssten, wie viel mir dieses dürftige Angebot bedeutet. In
den ersten Tagen befürchtete ich, rausgeworfen zu werden. Nur noch ein Löffel mehr. Das wird sie stärken. Sehe ich wie ein Kleinkind aus? Ich habe gesagt, das esse ich nicht. Doch mein Schutzengel unterstützte mich durchgehend. Bis zu einem bestimmten Moment. Es begann alles eines Nachts, während ich ein Tablett auf meine Station brachte. Wird das nicht zu hart für Alice sein? Genau richtig. Danach tat ich so, als würde ich sie nicht hören. Am nächsten Morgen veranstaltete die alte Dame einen lauteren Aufstand als je zuvor. Hände weg! Was ist passiert? Sie hat meine Wertsachen gestohlen und durchwühlt wieder meine Sachen. Ich versuchte zu beweisen, dass ich nichts gestohlen hatte. Doch niemand glaubte mir. Tut mir leid, Alice. Wir müssen deinen Raum durchsuchen. Ich hatte nichts zu verbergen, dachte ich jedenfalls. Überraschenderweise sah ich eine schöne Box unter meinem Kissen. Ich weiß nicht, wie die dorthin gekommen ist. Ich habe doch gesagt, sie ist eine Diebin. Sie hat das Herz meines Arztes gestohlen. Junge Dame, haben Sie wirklich gedacht, ich würde das nicht bemerken? Alice, sie hat recht. Ich kann nicht ohne dich leben. Willst du mich heiraten? Aber du könntest doch jemand Schöneren finden. Dein Aussehen ist mir nicht wichtig, denn das Wertvollste, was du hast, liegt in deinem Inneren. An meinem Hochzeitstag erinnerte sich mein Ex daran, dass ich existierte. Er hörte von unserer Verlobung und wollte mich zurück. Wie ich gesagt habe, ich warte darauf, dass du deine Fehler loswirst. Mein größter Fehler war Blindheit, aber den bin ich schon losgeworden. Jetzt ist da kein Platz mehr in meinem Leben für einen Mann mit einem so unschönen Herzen. Ein Gesicht ist wie der Umschlag eines Buches. Doch die Seiten der Seele enthüllen die wahre Schönheit.